Okay. Ich freue mich, dass ihr so viele seid. Herzlich willkommen. Ich war hier oben, habe aufgebaut. Und will euch mal ganz kurz einen kleinen Rückblick aus meinem Leben erzählen. Im Februar 2021, im zweiten Lockdown mit Ausgangssperre, habe ich beschlossen, ich werde sportlich und habe mir einen Crosstrainer gekauft und bin auf dem rumgesprungen. Und da bekam ich eine Nachricht von meinem Bruder. Zwei Audiodateien. Unterstand anhören. Super Typ. Freiheit, Frieden, Selbstbestimmung. Da liefen zwei Kinderlieder. Hygieneland und der Fall Jule. Und da hat sich einer vorgestellt und hat gesagt, ich bin Jansson King. Und dann habe ich gedacht, cool, Asiate. Ja, mega. Super. Habe ich dann leider verpasst. Wo ist sie denn? Hier vorne. Aber mein Bruder hatte recht, als er gesagt hat, super Typ, anhören. Ich freue mich ganz, ganz riesig und ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß mit Jansson King. Ja, hallo, ja, hallo. Wir haben hier keinen Strom hier oben, zumindest haben wir keinen Strom bekommen. Hier auf dem Hambacher Schloss, ja, der Stätte der Demokratie. Aber wir führen unsere Versammlung auch mit Powerbank und Akku durch. Ich hoffe, ihr könnt mich gut verstehen. Ich glaube, ich habe noch nie so weit von meiner Heimatstadt weg gespielt wie heute hier. Vielen Dank für die Einladung. So viele Gesichter, die ich noch nicht gesehen habe. Einige habe ich schon gesehen und freue mich, dass sie heute hier sind. Ich bin ein wenig rumgekommen, natürlich eher im Osten als im Westen. Überall, egal ob im Osten oder im Westen, habe ich Menschen wie euch getroffen. Menschen, die selber denken, ich habe noch gar nicht gefragt, ob ich euch zu ihnen sagen darf. Sie dürfen du zu mir sagen. Ich bin der Jan aus Dresden. Darf ich euch Ihnen sagen, für Menschen wie euch, denn ich habe für euch ein kleines Lied geschrieben anlässlich einer Schwurbelparty vor einem Jahr. Es passt ganz gut hierher zum Schloss, zum Fest und natürlich zu euch, die ihr unermüdlich selber denkt und die ihr euch wehrt gegen Blödsinn, gegen Ungerechtigkeit, gegen Beschränkungen der Werte, die wir uns über viele Hunderte von Jahren hier in unseren Breiten erkämpft haben. Es ist so schön, unter Menschen zu sein, die sich nicht hinter Masken verstecken, die ihre Seele nicht mitständig wechseln, die Fratzen und Floskeln verdecken. Menschen, die immer fort in ihren Augen ein fröhliches Funkeln tragen. Menschen wie euch schau ich gern ins Gesicht und ich lausche dem, was sie sagen. Mancher sagt, alles ist traurig. Mancher sagt, alles wird schlimmer. Mancher sagt, wir sind zu wenig. Doch ich sag, für ein kleines Fest reicht es immer. Es ist so schön, unter Menschen zu sein, die den Speichel der Fürsten nicht lecken, die für die eigenen Gedanken bereit sind, bei anderen anzuecken. Menschen, die gegen die Schwerkraft der Mehrheit bestehen und Häme ertragen. Menschen wie ihr seid es, die mich auf bessere Zeiten zu hoffen wagen. Mancher sagt, alles ist traurig. Mancher sagt, alles wird schlimmer. Mancher sagt, wir sind zu wenig, doch ich sag, für ein kleines Fest reicht es immer. Das haben sich die Leute vor vielen Jahren hier oben auch gesagt und haben das Hambacher Fest gefeiert. Ein Fest der Geburt einer Demokratie. Es ist so schön, unter Menschen zu sein, die sich nicht nach Nachrichten richten. Die prüfen, fragen und zweifeln, verzweifeln, die rätseln und spinnen und richten. Menschen, die irren und dennoch allmählich die Berge der Wahrheit erklimmen.
Menschen wie ihr, die bei eisigen Winden gegen die Strömung schwimmen. Mancher sagt, alles ist traurig. Mancher sagt, alles wird schlimmer. Mancher sagt, wir sind zu wenig. Doch ich sag, für ein kleines Fest reicht es immer. Für ein kleines Fest reicht es immer. Für ein kleines Fest reicht es immer. Ja, ich habe eine ganze Reihe von Themenlieder sozusagen mitgebracht. In jedem Lied geht es um irgendein Thema, das wahrscheinlich viele von uns gleichermaßen bewegt. Das erste Lied, da geht es um die fürchterliche Doppelmoral, die wir nicht erst seit 3 Jahren, sondern eigentlich schon viel länger erleben, dass die Dinge eigentlich immer doppelt gesehen werden. Die einen Demonstranten, die sind super, und die anderen Demonstranten, die gefährden die öffentliche Ordnung und so weiter und so fort. Ihr kennt es hier an diesem Ort, glaube ich, zur Genüge, wie Leute unterschiedlich behandelt werden. Das Lied von der Doppelmoral. In der Schule gab es neulich eine Diskussion, denn Fritzl war bei einer Montagsdemonstration. Seine Schilderung missfällt dem Ethiklehrer sehr, der Punkt für Politik gehöre nicht hierher. Zum Schluss der Stunde sagt der Lehrer noch verheißungsvoll, dass diesen Freitag wohl die 6. Stunde ausfallen soll, damit ein jeder von den SchülerInnen pünktlich dann zur Friday Future Klimademo gehen kann. Dip-dap, Doppelmoral, hält bekanntlich besser, einfach genial. Dip-dap, Doppelmoral, doppelt hält besser als normal. Während der eine seine Bomber für die Freiheit fliegt, führt ein anderer einen ganz brutalen Angriffskrieg. Wenn man den einen stören will, ganz höflich aktiv ist, ist der andere ganz klar ein Extremist. Während man hierzulande alle AKWs abstellt, würdigt man deren Klimafreundlichkeit im Rest der Welt. Im Nahen Osten will man Regenbogenkämpfer sein, doch vorher fädelt man doch Gasgeschäfte ein. Dip-dap, Doppelmoral, hält bekanntlich besser, einfach genial. Dip-dap, Doppelmoral, doppelt hält besser als normal. Menschlich, allzu menschlich liegt die Sache, wenn ich sag, Moralin gibt es häufig nur im Doppelpack. Mit Doppelmoppelstandards fühlt sich gut, Mensch, doppelt gut, weil das die Einfachheit der Welt verdoppelt tut. Und die Moral von der Geschichte und diesem kleinen Lied ist gar nicht einfach, wenn man immer alles doppelt sieht. Fühl dich im Doppelboden, sonst bekommst du auf den Kopf mit der Moralkeule einen Doppelruf gefloppt. Dip-dap, Doppelmoral, hält bekanntlich besser, einfach genial. Dip-dap, Doppelmoral, doppelt hält besser als normal. Barabaram, dap, bibarab, ubapap, barab, bida, 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 doppelt, 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 hält besser als normal, mal, 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 mal. Ja, das ist eine tolle Moral. Genial. Wir machen noch einen kleinen Check zu einem ganz anderen Thema. Ein Thema, das mit Freiheit zusammenhängt, zumindest meiner Meinung nach, ist das Thema Bargeld. Und das interessiert mich natürlich auch als Musiker. Besonders wenn ich ab und an für den Hut spiele. Ja, wenn es das Bargeld nicht mehr gäbe, dann gäbe es auch keinen Hut mehr. Dann hätte ich ein Problem. Deswegen glaube ich an eine höhere Macht, und das ist eine Schutzheilige, das ist die heilige Barbara, die sich für den Erhalt des Bargelds einsetzt. Darüber habe ich ein Lied gemacht. Als Musiker spiele ich gern für den Hut und freue mich, wenn jeder was reinwerfen tut. Ein Münzlein vielleicht oder gar einen Schein, was immer ihr geben wollt, schmeißt es hinein. Doch weiß keiner, was in der Zukunft passiert und ob man das Bargeld bald einkassiert. Dann einkassiert statt Hut, dann ein Bankkartenlesegerät oder ein Schild, auf dem ein PayPal-Link steht. Dann sänge ich auf Überweisung mein Lied. Doch will ich nicht, dass so ein Quatsch hier geschieht. Dafür muss ich kämpfen, dafür brauch ich Kraft
und die find ich bei einer höheren Macht. Gottlob ist die heilige Barbara, die Schutzpatronin des Bargelds da. Wir bitten sie an und wir bitten, dass man möglichst lang noch bar zahlen kann. Kein Almosen mehr für den Bettelmann, kein Kind, das sich selber ein Eis kaufen kann, kein Mittelalter mag ohne Hightech und die Sonntagskirchenkollekte fällt weg. Der kleinste Handel wird registriert und immer Transaktionsgebühr kassiert. Ein Brötchen, ein Tee, ein Toilettenbesuch und schließlich ein endloser Kontoauszug. Ihn jemals zu prüfen, brauchst du nicht zu tun. Behördliche Software erledigt das schon. All das zu verhindern ist noch nicht zu spät. Drum, Barbara, erhöre unser Gebet. Gottlob ist die heilige Barbara, die Schutzpatronin des Bargelds da. Wir bitten sie an und wir bitten, dass man möglichst lang noch bar zahlen kann. Und bist du ein Kämpfer fürs Freiheitsrecht, ist Bargeldabschaffung für dich eher schlecht. Wirst du unbequem, reicht ein Klick und dann wird dein Konto für jegliche Zahlung blockiert. Doch sieht man schon heute, wie schnell es passiert, dass plötzlich das ganze System kollabiert. Und wenn kein Experte den Fehler entdeckt, dann wissen wir, wer da dahinter steckt. Ihr wisst es! Gottlob ist die heilige Barbara, die Schutzpatronin des Bargelds da. Wir bitten sie an und wir bitten, dass man möglichst lang noch bar zahlen kann. Gottlob ist die heilige Barbara, die Schutzpatronin des Bargelds da. Wir bitten sie an und wir bitten, dass man möglichst lang, 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 lang noch bar zahlen kann. Hoffen wir es uns in dieser ersten Runde. Hat das letzte Wort ein berühmter Schlagersänger, der leider schon verstorben ist. Er ist bei Gott. Es ist Karel Gott, er ist bei Gott. Und von da oben aus dem böhmischen Paradies schaut er zu uns hinab und wundert sich, dass Deutschland all die Atomkraftwerke abgeschaltet hat, obwohl sie zu den sichersten der Welt zählen. Aber das hat einen Grund, das hat zumindest Katrin Göring-Eckardt erklärt. Denn der Atomstrom verstopft unsere Netze. Und damit der neue Strom, die neue Energie fließen kann und sich keine Strombosen mehr im Netz bilden, deswegen wurden die Kraftwerke abgeschaltet. Seitdem importieren wir in riesiger Menge Atomstrom aus Frankreich. Aber das ist egal. Wir müssen nur aufpassen, dass wir an solchen Tagen wie heute, wenn die Sonne scheint, genügend Licht tanken und uns bevorraten, um dann für den drohenden Blackout im nächsten Winter gewappnet zu sein. Fang das Licht von einem Tag voll Sonnenschein. Halt es fest, schließ es in deine Wohnung ein. Heb es auf, und wenn es bald kein Strom mehr gibt, dann vergiss nicht, dass irgendwo noch Licht rumliegt. Fang das Licht, halt es fest, für den Tag, wenn man den Strom abschalten lässt. Und fragst du, wie man die Dunkelheit besiegt. Schau nach Tschechien, weil es dort noch Atomstrom gibt. Und fragst du, wie man die Dunkelheit besiegt. Schau
Frau nach Tschechien, weil es dort noch Atomstrom gibt. Karl Elbach, vielen Dank! So. Bis dann!